Herzlich willkommen zur weiteren Folge 7 Days to Lie. Wir werden uns vorbereiten für eine Tour zum Plündern, weil im Prinzip brauchen wir jetzt wieder eine Munition. Haben wir großzügigerweise alles verloren. Mehr oder weniger. Ein Schuss habe ich noch. Aber gut, wir werden mal sehen, dass wir das hinkriegen. Ich habe ein bisschen nebenbei noch unser Haus gebaut. Jetzt tue ich ein bisschen rum über stapeln, damit wir jetzt hier unser bisschen Gepäck frei bekommen. Und was wir nicht brauchen, was wir hier, möchten wir nicht verlieren, ne? Ja, wenn durcheinander, ich weiß, aber aktuell habe ich keinen Plan. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt los mit dem Fahrrad zu besagten Häusern. Wir kochen hier ein bisschen Tee. Ein bisschen was zu essen. Das können wir später weitermachen. Tee haben wir genug. Und hier das werden wir abbrechen, damit wir den Platz frei bekommen. Weil wir brauchen Platz. Ihr wisst ja, immer recht voll. Ist glaube ich das verkehrte Fach, aber ist egal. Das nehmen wir mit. Zuerst mitnehmen wir ein bisschen was. Ja, mal gucken, ob wir schönes da haben. Im Grunde nichts. Aber irgendwann haben wir noch was gehabt. So, Benzin haben wir auch nicht mehr viel. Leider. Ja. Ich habe ein bisschen Klamotten noch zusammengesucht und ja. Angezogen. Und teilweise angefertigt. Jetzt heißt es ja, gut, Thunfisch können wir mitnehmen. Gut, ein altes Sandwich schon not, ja, was soll's, besser wie nix. Denn übers Essen heilen wir letztendlich. Gut, hätten wir alles. Trinken haben wir, bisschen zu essen. Jetzt mache ich gerade mal wieder runter, auf normal. So, leider haben wir nur einen Schuss. Wir werden mal den Speer nehmen, weil der besser distanzmäßig ist. Ich hatte heute Nacht Besuch. Ich habe Lärm gemacht, mein Fehler. Und schon waren sie alle da, aber richtig Massen und naja. Die waren nicht schnell, die waren sehr schnell. Wir fahren wieder zu den Häusern, aber wir gehen ja heute mal in ein anderes Haus rein. Weil ich hoffe ja mal, dass wir heute keine Bären treffen, ne? Oder gleichen. Im Grunde müssen wir diese Dinger suchen. Und zwar. Da könnten ein paar Sachen finden. Das wäre sogar in der Nähe von den Häusern. Da fahren wir mal zuerst hin. Dann haben wir schon mal einiges gefunden. Also ich staune mal, dass hier die Lichter noch gehen, dass hier noch Strom ist. Weil Strom fällt meistens zuerst aus. Wir werden uns mal mein Päckchen mal ansuchen, was wir da angeflogen haben hier oder abgeworfen haben. Vielleicht finde ich was Brauchbares bei. Ja, vielleicht ein bisschen Munition, ne? Hoffentlich stirbt zuletzt. Den werden wir mal ignorieren. Ja, nix, wir wollen nichts von dir.
Lass mich in Ruhe. Ja, wir werden einige Sachen. Was fällt nun Regen? Das gibt's nicht. Ich habe das erste Mal Regen in dem Spiel. Im Wintergebiet hatte ich mal Schnee gehabt, Schneesturm. Ja, hier, der blöde Bär. Also Rucksack habe ich noch nicht gefunden. Also da mache ich mir jetzt keine Hoffnung mehr. Das heißt, die Sachen werden wir uns jetzt herstellen neu. So, den Koffer. Über den Berg. Da muss ich mal gucken. Wo das genau ist. Da immer zu Fuß gehen. Ja, leider mit dem Speer arbeiten, ne? Weil wir im Prinzip nichts mehr haben. Beziehungsweise die Munition fehlt. Zum Glück werfe ich nicht alles weg und verarbeite nicht alles. Dadurch konnten wir uns ein bisschen Einnahmen schon gefunden. Ich hoffe, wir sind nicht allein. Ach, da ist schon einer. Mann, Mann, Mann. Ich bin im Nahkampf schlecht, das gebe ich ehrlich zu. Da bin ich halt froh, die Munition habe. Das ist irgendwie besser. Das ist nicht schlecht. Seid mal ganz vorsichtig. Essen. So, schauen wir mal. Verbandskasten. Gut, Tabletten haben wir gekriegt, glaube ich. Und ein Eisenhelm. Und gut, den haben wir noch gehabt, glaube ich. Aber Munition haben wir nicht gekriegt. Gut, einen haben wir noch. Ich nehme lieber die Axt, das läuft für mich besser. Die hat mehr Bums. Oh, hier ist ein Wolf. Noch sehe ich ihn nicht. Der Wolf ist nicht gut. Die Kiste ist da oben. Noch sehe ich das Vieh nicht. Wir werden mal keinen Krach machen. Der Bandskasten ist gut. Das ist super.
Jetzt werden wir mal unser nächstes Haus gehen. Jetzt können wir hier ein bisschen was machen. Wir haben Munition gefunden, das ist gut. Das macht die Sache ein bisschen leichter. Pistole haben wir noch nicht dabei. Macht aber nichts. Das ist ein guter Schuss gewesen, sag mal so. Ach, hin. Also ich brauche nach wie vor Knochen und mehr Fleisch, na gut. Messer habe ich lange nicht mehr gehabt. Aber bevor der Wolf mich angreift, ne, da haben wir mal kurz so, hat mal so Baumwolle mitgenommen gleich. Können wir mal gebrauchen. Na, heute machen wir das nochmal, heute nochmal. Lassen wir den mal ein Leben, ne? Können wir so nicht gebrauchen, in Anführungszeichen. Besser wäre die Munition für andere Sachen einzusetzen. So, hier in dem Haus wollte ich rein. Insgesamt hoffe ich immer, den großen Krug zu kriegen. Und hoffentlich mal keine Bären, ne? Ah, Messing, genau. Messing brauche ich auch. Ja, wir wollten so umziehen. Für Messing selber Munition erstellen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, mal anklopfen hier, ne? Sauber. Glaube, Maismehl. Da unten auch noch was. Ach, Dose. Das braucht auch jeder, ne? Dosen, ne? Später vielleicht. Stiefel oder Jacke? Ja, gut. Können beides gebrauchen. Lassen wir mal entgegenkommen, ne? Schauen wir mal, dass sie aufstehen. Was habe ich denn alles da? Ach, Krimskrams, ne?
Weil ich bin, zehn Schuss. Könnten 10 Zombies sein. Könnte. Draußen. Oh, Mensch. So erschreckend. Eine Waage noch. Tja, wenn man das gute Stück mitnehmen könnte, das wäre super. Messi-Pokale, sehr gut. Wir sind aber derelieren hier. Das ist mehr wie einer. Hat noch so ein Junge, bleib liegen. Genau, 6 Schuss. Bretter war wichtig. Ohne ist gut. Memel. Öl ist auch super. Das brauchen wir mal fürs Auto oder so dergleichen. Aber mehr haben wir nicht. Das wäre gut, wenn wir das hier entsprechend nutzen könnten. Wofür Holz soll eigentlich keine Wendung haben? Nicht stabil genug. Schreibtisch. Den zerlegen wir. Gibt das ein Watt? Ein paar Fehler und dergleichen. Gut, ein bisschen gekriegt. Gehen wir zum Fahrrad. Leer. Aber der große Clou war nicht dabei, ne? Die Waffenschrank oder sowas. Chemietisch wollte ich noch bauen. Aber heute fahren wir zurück und dann geht es um Chemietisch bauen. Bisschen haben wir gekriegt. Nicht viel, aber ein bisschen.
Machen wir das Fahrrad. Ja, meine schöne Tasche, mein schönes Inventar. Nehme mein Fahrrad nicht. Na, Munition sparen. Nur wenn es so nahe kommt, dann muss ich ihn erledigen. Ansonsten tschüss. Nachts haben wir sie still verhalten. Ich hatte richtige schöne Überraschung gehabt. Schade, dass ich ihn aufnehmen konnte oder nicht aufnehmen wollte, den Augenblick, weil ja, von nachts mal blöd ist. Weil eigentlich nichts passiert normalerweise. Ich wollte ein bisschen bauen, ein bisschen Erz abbauen und so, ne? Mach ein bisschen Krach und dann Bumpf war dann ein Besuch da gewesen. Hat mir fast das Leben gekostet, ne? Weil die waren einfach zu schnell. Das war ja nicht nur normale Geschwindigkeit, das war dann das Doppelte, ne? Also nachts sind die ja schneller. Dann werden wir schauen nachher, was wir alles gefunden haben und dann können wir da schauen. Versuchen wir näher Ding zu bauen, unseren Werkbank. Dann schauen wir an Chemietisch. Dann können wir auch hier wieder. Vielleicht können wir auch mal leeren Munition aus Stahl herstellen, weil das ist irgendwie na günstiger ist es überhaupt machbar, ne? Ja, wenn man Auto fährt, wenn man Auto zerlegen, weil wir haben nämlich kein Benzin mehr oder fast gar nicht mehr. Dann haben wir schnell Nitrat gewonnen. Kohle haben wir jetzt fast 1000 da. Dank der kleinen Miete unser Haus. Da ist zwar nicht nur Kohle, da ist ein bisschen Eisen und viel Steine, aber letztendlich ist es genau richtig für unser Vorhaben hier. So, da hatten wir auch schon Besuch gehabt. Hier mal gucken ganz kurz. Der Zugang ist aktuell nicht möglich. Also nur wenn ich was hinbauen würde. Aber sie sind da selbst da oben umgesprungen, also ist noch nicht hoch genug. Das ist jetzt schon die nächste Mauer für die nächste Etage, ne? Das ist noch nicht ganz sicher, noch nicht stabil genug. Dann müssen wir noch Putz drum bauen hier, diese Dinger hier. Links herum, wenn sie nicht am Mauerwerk rankommen, und dann kann man sich da drinnen aufhalten. Vielleicht mache ich auch einen Zugang hier um die Tür zu der hier. Und irgendwo war noch was kaputt, wo sie reingekommen sind. Aber das ist mir egal. Wir müssen sehen, dass wir unsere Gepäck aussortieren und ausräumen. Und gleich Dingsbaum, Werkbank. Machen wir gleich Feuer an für die Schmiede und unser Messing einschmelzen gleich. Und Blei wird noch bei uns haben. So. Das knallen wir gleich rein, dass wir gleich los sind. Das auch. Das nehmen wir raus. Ja, die Dinge haben wir nicht richtig, ne? Anschalten. Munition haben wir auch, also für unser andere Pistole. Wir haben noch eine zum Glück. So. Thunfisch ist das garantiert so eine Quest. Das können wir noch gekochtes Fleisch machen oder hier gegrilltes Wildbrett. 17, 3. Aber anders vielleicht da. Das noch gut ist, das ist immer so eine Frage, weil der heißt, du brauchst so viel Stück. Und ich denke mal, das ist genießbar gebraten, ne? Auch vom Wolf. Oh, genau 20. Weil
denkt man, das hier alles irgendwie gleich. So. Wenn wir hier was hier reinpacken können, oh, Beeren bin ich nicht von begeistert. Gibt meistens Durchfall. So, Fett haben wir hier nicht. Lebige Erde nehmen wir gleich raus. Die Teile werden wir da hinstellen. Da haben wir noch welche. Da ist noch mehr lehmige Erde. Fette Knochen haben wir hier nicht. Schönes Wasser. Hier ist Krug. Eine Flasche Wasser packen wir hier rein. Öl packen wir zum Autoteil dazu oder allgemein Teile. Das haben wir da. Und das haben wir hier nichts. Kohle haben wir hier auch nicht. Fette Knochen ist woanders. Aber Leder haben wir hier. Ein Puffermantel, ja, schön. Gut, jetzt haben wir hier auch nicht. Hier haben wir auch Leder. Und Knochen. Knochen ist wichtig für Kleber. Und Fett für Lampen. Kohle. Nitrat brauchen wir für Munition. Dose. Das ist Maismehl. Dann haben wir noch Rohre. Rohre, Rohre. Hier ist Kohle. So, schmelzen wir gleich ein. Die wollen wir aufheben. Das haben wir wieder weg. Das räumen wir auch weg. Das räumen wir auch weg. Das räumen wir auch weg. So. Da haben wir hier schönes Klamotten, haben wir hier keine. Gut. Unsere Rohre auch nicht. Da haben wir Rohre. Da haben wir Dosen. Tabletten haben wir hier immer rein. Pistole haben wir wohl gehabt. Ja, ich glaube schon. Den brauchen wir für den Nahkampf. Messbecher. Den dritten, den ich gefunden habe. Da kümmern wir uns später drum. Steine kommt darüber. Fett kommt raus. Da will man Dings herstellen. Beeren. Also Beeren vertrage ich hier im Spiel keine. Aber das ist mir nichts, ne? Das ist eine Mission oder ist eine Quest. Das machen wir, wenn wir Lust haben. Weil wir noch die Gerüstausrüstung haben. Ja, die können wir mir hier mal reinlegen. Hier mit. So, kommt da rein, kommt da. Pistole. Nur eins, ich hatte schon eine Dreier gehabt, aber gut, okay. Was soll's. Ja. Können wir nicht ändern. Tabletten können auch zurück. Dann. Fett. Da nehmen wir hier rein, Thunfisch, was soll's. Zwei Dosen werden wir reichen, Honig nehmen wir auch hier rein. Stiefel werden wir auch hier reinnehmen. Brauchen wir so nicht. So. Da rein. Okay, dann gehen wir auf Tour.
wir gleich mit. Getränke haben wir. Ausschalten. Schauen wir mal, bis wir mal finden. Das ist ja auch nichts, ne? Wir haben jetzt 8:50 Uhr, wir haben noch genug Zeit. Na hier. Die zerschlagen alles mit bloßen Händen. Aber ich will ja nebenan das entsprechend ausbauen. Aus Stein. Stein ist ein bisschen stabiler als Holz. Und später aufwerten auf Beton. Ja, und dann geht das los, ne? Geht wieder los. Wir brauchen noch ein bisschen, naja, ein bisschen Level wollen wir auch noch. Ach, die Mietwäsche bauen, naja, gut, machen wir, oder Werkbank, machen wir später. So, Lüscho, das soll es für die jetzige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter mit einer Loot-Tour. Ich sag mal, Schild und den Winkel, ciao. Ich danke fürs Reinschauen. Tschüss.